So, eine weitere Live-4-Aufgabe, Herleitung des dritten Keplerschen Gesetzes für Kreisbahnen. Also, wir haben Kreisbahnen um irgendeine Masse, eine Planetenmasse und da sagen wir, das hier ist die Sonnenmasse und dann haben wir hier einen Planet mit der Masse MP und der bewegt sich da jetzt auf irgendeiner Kreisbahn. Das ist natürlich eine Vereinfachung, aber wir wollen ja nur den Zusammenhang herleiten. Und zwar zu zeigen wäre, dass egal welchen Planeten Sie nehmen, die dritte Potenz des Bahnradius geteilt durch das Quadrat der Umlaufzeit immer konstant ist. Konstant. Konstant bedeutet, dass da irgendwelche Naturkonstanten drin stecken, also es ist irgendeine Zahl, die vielleicht von der Masse des Zentralkörpers abhängt, aber die nicht abhängt von dem gewählten Planeten. Das heißt, wenn Sie jetzt zwei verschiedene Planeten hätten, meinetwegen Mars und Erde, dann könnten Sie sagen, für den Mars würde diese Konstante den gleichen Wert haben wie für die Erde. Und damit können Sie jetzt verschiedene Aufgaben lösen, wenn Sie Bahndaten von zwei Planeten gegeben haben und Ihnen ein weiteres Datum fehlt. So, also das wäre das zu zeigen. Das hier wäre jetzt die Anwendung. Aber wir gucken uns erstmal diesen Zusammenhang hier oben an. Also, das ist ein Klassiker für den Kraftansatz. Die Zentripetalkraft bei der Kreisbewegung. Nun wird hervorgerufen durch die Gravitationskraft. Ja. Also Sie brauchen eine Kraft, die zum Zentrum der Kreisbewegung zeigt, damit überhaupt die Kreisbewegung entsteht. Ansonsten würde natürlich aufgrund des Trägheitsgesetzes das Objekt auf der Kreisbahn tangential den Kreis verlassen. Aber Sie haben hier eben diese Zentripetalkraft auf den Mittelpunkt gerichtet. Und nun, welche Kraft kann das sein? Das ist die radiale Gravitationskraft, wobei sie natürlich von einem kugelförmigen oder von einer, also Zentralkörper oder von einer Punktmasse ausgehen. Gut, unser Ansatz. Dann erinnern wir uns, die Zentripetalkraft ist gegeben durch Planetenmasse, Bahnradius und Winkelgeschwindigkeit zum Quadrat des Umlaufs. Und die Gravitationskraft ist gegeben als Gamma, das ist eine Naturkonstante, m Planet mal m Sonne durch r Planet zum Quadrat. Gut. Ja, jetzt sehen wir den Planetenradius, den haben wir hier schon drin, auch schon zur richtigen Potenz, wenn Sie jetzt hier hoch 3 rechnen. Aber wir haben noch nichts, was mit der Umlaufgeschwindigkeit zu tun hat oder mit der Umlaufdauer. Aber die steckt natürlich in der Winkelgeschwindigkeit Omega drin. Weil Omega ist ja ein ganzer Umlauf, 360 Grad oder besser gesagt 2 Pi, geteilt durch die Umlaufdauer. Logisch, Omega Quadrat ist dann 4 Pi Quadrat durch T Quadrat und da sehen Sie das T Quadrat. Da kommt es. So, hier, das wollen wir jetzt für den Planet machen. Gut, also setzen wir ein. Planetenmasse mal Bahnradius mal 4 Pi Quadrat durch Umlaufdauer des Planeten zum Quadrat ist gleich Gamma Planetenmasse mal Sonnenmasse durch Planetenbahnradius zum Quadrat. Und der Rest ist jetzt
Algebra, einfache Umformung. Ich multipliziere mit RP². Ich kürze mal schon mal die Planetenmasse. Planetenmasse kann ich kürzen. Den bringe ich auf die andere Seite. Und die 4π bringe ich mal auf diese Seite. Ja. Dann folgt also folgende Formel. Rp hoch 3. Also wenn ich erstmal hier mal Rp² mache, habe ich Rp hoch 3, 4π² durch t². S gleich Gamma ms. So, und dann teile ich noch durch 4π². Dann habe ich Rp hoch 3 durch tp² ist gleich Gamma, Gravitationskonstante, mal Sonnenmasse durch 4π². Und jetzt sehen Sie, die Größe auf dieser Seite ist tatsächlich konstant. Das heißt, konstant in dem Sinne, dass sie nur von der Masse des Zentralkörpers abhängt, Zahlenfaktor und die Gravitationskonstante, die ja, soweit wir wissen, im Universum überall die gleiche ist. Jedenfalls nehmen wir das an. Ja, also, Keplersches Gesetz Nummer 3 gilt also abhängig von der Sonnenmasse, aber bezogen auf die Sonne für jeden beliebigen Planet, der sie auf einer Kreisbahn umläuft, in dieser Weise. Und die Herleitung steht. Also, wir halten fest, für jeden Planet, der sich um die Sonne bewegt, haben wir R hoch 3 durch T² gleich konstant.